bietet Sanas Life einfach optimale Produkte in dem Bereich. Erstmal, weil es immens die Schadstoffe reduziert, das rausfiltert, was nicht reingehört. Und das, was eigentlich drin sein sollte, wie die Mineralien, die von Natur aus im Wasser sind, also wegen dem würde ich auch nicht unbedingt jetzt Osmosefilterung empfehlen, wo du einfach zuerst alles rausholst, sei es jetzt auch die Mineralien und damit dazuführst, weil da, das finde ich nicht sinnvoll. Und da hat einfach Sanus Life das Optimale, dass einfach das, was drin gehört, drin bleibt und das, was man nicht drin haben will und auch nicht sinnvoll ist, dass das zum größten Teil rauskommt oder fast zur Gänze rauskommt. Und wenn man sich ein Aquarium vorstellt, wenn jemand ein Aquarium zu Hause hat, na, was ist, wenn man schaut immer auf die Wasserqualität, damit es dem Fisch gut geht. Und genauso sollte man im menschlichen Körper drauf schauen. Wer macht sich da Gedanken, wie es die Wasserqualität in deinem Körper ausschaut? Wir trinken normalerweise jeden Tag viel Wasser, wenn wir klug sind. Und wenn der Fisch krank ist oder wenn der leider verkehrt oben rumschwimmt, dann wissen wir, okay, da hat irgendwas nicht gepasst. Beim menschlichen Körper denkt man da oft halt einmal nicht nach, dass das auch so sein könnte, wenn man irgendwelche Erkrankungen kriegt, dass man vielleicht einmal denkt, Richtung Wasser zu trinken. Und das einmal sein Hauptmittel nennt und nicht irgendwelche anderen Sachen, wie zum Beispiel Kaffee, saure Getränke. Wir sehen hier ein paar Beispiele, ich will jetzt da keine Firmen nennen, aber ihr wisst, da gibt es an dem Markt sehr vieles, was nicht positiv ist für den Körper, und unser Körper besteht zum größten Teil aus basischen Flüssigkeiten. Und das sind alles sauer, was wir da so sehen. Und was trinken der Großteil der Europäer? Nicht nur Europäer, das ist fast weltweit, hat sich das leider so ergeben, dass da Industrie reingefahren ist, die da alles verkaufen wollen. Ob das für den Körper gut ist oder nicht, das fragt sich dann im Endeffekt keiner mehr, weil das wird ja tagtäglich durch Werbungen verkauft. Und hier schauen wir auch, Ernährung ist zum Großteil leider auch sauer. Vor allem essen wir bei uns in Breiten viel zu viel Getreideprodukte, Käse, Milch, Joghurt, Fleisch, Fisch. Man würde jetzt die Sachen nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber man muss uns überdenken, wenn man dann über das Trinkverhalten tagtäglich dann 3, 4 Tassen Kaffee auch noch trinkt oder Tee und dann hier Apfelsaft, Wein, Sprudelwasser, dass es das den Körper immens übersäuert. Wir haben hier den pH-Wert 7,3 bis 7,45, wo unser Blut sein sollte, damit unser Körpersystem optimal funktioniert und lebensfähig ist. Kommen wir aus diesem engen Feld raus, dann wird das den Tod bedeuten. Unser System hat da Puffersysteme, damit er das schafft, das dort zu behalten, aber die gehen halt mit der Jahre, wenn man umso älter, dass man werden, umso mehr geht diese Puffersysteme verloren. Und wenn man hier anschaut, jedes Strich von 7 auf 6, auf 5, auf 4, ist ins Zehnfache saurer wie das, was im Blut ist. Zehnmalfach saurer ist destilliertes Wasser, dann Kaffee, Tee ist dann hundertfach, dann tausendfach ist Wein, Sprudelwasser und dann zehntausendfach. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn die Puffersysteme im Körper, die er hat, zum Beispiel Magensäure etc., immer ein bisschen mehr reduziert werden über das Alter, dann übersäuert unser Körper immens. Nur alleine über das Trinkverhalten. Und dann haben wir vielleicht nur Stress dazu und Ernährungsstress führen wir uns auch noch zu, mit viel zu viel Zucker, sei es jetzt irgendwelche Fertigprodukte, wo Zucker drinnen ist oder Süßigkeiten und dann eben auch nur Brot und so weiter, dann übersäuern wir immens. Und da bietet basisches Aktivwasser eine Lösung oder einen Weg und das wieder mehr in die richtige Balance zu bringen, wenn du hier irgendwelche Beschwerden hast. Am besten ist natürlich vorher, will jetzt da keine Heilversprechen machen, aber es ist einfach, dass Wasser eins der wichtigen Faktoren ist. Und da haben wir eben die Karaffe und den Eiernäser, mit denen wir da arbeiten können. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was noch ein Faktor ist, was jetzt über das Wasser passiert, wenn wir das da durchfiltern, und durch die Karaffe oder den Eiernäser durchfiltern lassen. Erstmal wird der pH-Wert ins basische Milieu verschoben. Und dann haben wir noch dazu, dass dieses Wasser ein extremes Redoxpotenzial oder Elektronenwert aufweist. Und es gibt ja auch so, da haben wir jetzt die Plus-Ionen, OP-Wert, und Mineralwasser liegt so im 400-fach Plus, saures Wasser 800-fach Millivolt Plus-Spannung oder Quellwasser plus 100 Millivolt Quellspannung. Es gibt ein paar wenige Quellen, wo das anders ausschaut, aber das darfst du suchen. Und es gibt ja auch gewisse Zellspannung, die unser Körper hat, eine gewisse Grundzellspannung. Und wenn wir aus dieser rauskommen, dann
dann haben wir auch Probleme, dass wir uns leichte Krankheiten einfangen. Dieses basische Wasser bietet dir die Möglichkeit, Minusionen oder ein hohes Redoxpotenzial im Körper aufzunehmen. Im Prinzip liefert dir das freie Radikalpuffer. Wenn du jetzt freie Radikale im Körper zuführst, sei es jetzt über Rauchen oder über die Abgase, dann muss das der Körper über Antioxidantien, sei es jetzt aus Gemüse, frischen Beeren. Man spricht immer von Antioxidantien und da sind einfach auf pflanzlicher Basis der Großteil vorhanden antioxidativen Eigenschaften. Und das kann unser Wasser auch bieten, aber in viel höherer Form und in einer Form, das war einfach genial. Ich kann es nur behaupten. Ich weiß, ich habe selbst erlebt, was in dem Körper passiert, wenn du solches Wasser zum Trinken anfängst. Du bekommst am Anfang, ich habe vorher hauptsächlich nur Leitungswasser getrunken, du bekommst am Anfang so einen Durst und merkst eigentlich, wie gut so ein Wasser sein kann, wenn du das lange nicht mehr gehabt hast. Und dann merkst du einfach, dass du kein anderes Wasser vor allem nicht mehr willst. Aber es, da könntest du mir genau anfangen. Es gibt dir gerade mal die Möglichkeit, Webinare zu machen, mitzumachen durch die derzeitige Virus- oder Corona-Zeit. Und dann könntest du es genauer anhören. Was das alles macht, in welchen Bereich da mehr reinkommen. Vor allem mit den Ionizers, ist ein Top-Gerät, da kommst du in Millivolt-Spannungen. Das ist der Hammer, was du da alleine an freien Radikalen bilden kannst, sei es jetzt aus dem Rauchen etc. Und das nochmal Zusammenfassung, es ist sauber, basisch, pH-Wert 8 bis 9, sauerstoffreich, antioxidant, kleinstrukturiert, energetisiert, das ist einfach ein Top-Produkt, was du da aus dem Wasser rausfilterst, also was du, wenn du das durchlaufen lässt, was du aus dem Wasser machst. Und der gleichzeitige Aspekt ist, dass du einfach Geld sparst. Weniger Müll, weniger LKW-Transporte, weniger Kosten, keine Kisten. Also wenn du jetzt noch auf Flaschenwasser zurückgegriffen hast oder einfach dein Wasser optimieren willst, weil das für die Gesundheit förderlich ist, dann ersparen dir zwei solche Filter, mit denen du eine schöne lange Zeit auskommst, weil ein Filter halt im Normalfall 60 Tage, es kommt natürlich auf die Wassermenge an, die du durchfilterst. Und einen Kauf der Karaffe sind zwei Filter dabei mit 149 Euro und du sparst im Prinzip 600 Flaschen ein. Stell dir das mal vor, weil das bedeutet, die Menschen, die jetzt noch Flaschenwasser trinken, was das alleine für die Umwelt einen positiven Benefit hat und dann natürlich für den eigenen Körper auch noch. Und im Endeffekt ist das kostengünstig, wenn du überlegst, 49 Euro kostet so ein Filter, kommst 60 Tage aus und zahlst im Prinzip 81 Cent pro Tag für so 5 Liter Wasser, die du ausgibst und 0,16 Cent pro Liter Wasser. Das ist ein Spottpreis. Schau mal in Länder, wo du teilweise nicht einmal nur normales Trinkwasser kriegst. Bei uns in Europa, jetzt, ich stamme aus Österreich, ist das noch top. Und was das im Endeffekt begünstigt, das ist, viele kaufen sich tagtäglich Tee, Kaffee oder Bier, Wein etc. und im Endeffekt für die eigene Gesundheit wollen sie nichts investieren und auch tust du eigentlich was gut für die Gesundheit. Und bei den anderen Sachen hat man auch das Geld, die einfach nicht so gut sind. Filter ist unabhängig Firma getestet worden und da wurde eine Langzeitstudie, Migrationstest gemacht. Die Tests kann man sich alle auch runterladen auf Sun of Life. Sind von einem unabhängigen Unternehmen gemacht worden. Also es ist alles zertifiziert und die Filtereffizienz nachgewiesen. Also du merkst auch, das ist einfach top mit der Sache. Dann einfach der Ionizer noch, gibt 6 Jahre Garantie. Und das ist einfach das Top-Gerät. Wenn du dir was Gutes tun willst, dann kauf am besten gleich mal den Ionizer. Außer du willst Wasser mal kennenlernen, dann sagst du, okay, das ist mir einfach ein Anfang zu viel Geld und probierst es mal mit der Karaffe oder du bist einfach ein Single, dann ist natürlich auch die Karaffe die günstigere Anschaffungsmethode. Aber wie gesagt, es bietet viele Vorteile, den Ionizer. Und du kannst natürlich auch als Empfehlungspartner einsteigen und dann anderen Menschen das weiterempfehlen. Und wenn du von dem Trinkwasser selbst überzeugt bist, und das bin ich ja, wegen dem bin ich ja bei einem Unternehmen eingestiegen als Empfehlungspartner, dann machst du da nichts falsch. Die Technik ist top, braucht man gar nichts lange drüber diskutieren und reden.
Es gibt leider viele Filter am Markt, wo das nicht so gegeben ist, sei es jetzt, dass die Platinbeschichtungen enthalten sie irgendwann ablösen und bei dem ist das alles gegeben, dass das top-technisch ist, die Materialien, die es verwendet worden. Wie es dafür kostet, halt das Gerät halt auch ein bisschen was, das ist klar. Da wurden auch wieder Filtereffizienzmerkmale, da sieht man einfach, dass das noch besser ist. Da gibt es natürlich sind zwei Filter vorgeschalten bei dem Ionizer, wo das einmal grob gereinigt wird, alles rauskommt, was es reingehört, damit nachher das Wasser top ionisiert werden kann. Das macht keinen Sinn. Zuerst das Wasser ionisieren, dann schadet es dir eigentlich noch mehr, vor allem wenn dann auch im Wasser irgendwas landet, was nicht reingehört, weil vielleicht der Kunststoff oder irgendwas was rauskommt oder einfach die Platinbeschichtung etc. Und da passt einfach alles. Das wurde getestet, überprüft, das haut hin. Da kann ich, und ich traue mir das auch zu sagen, ohne dass ich da jetzt lügen würde oder irgendwas dergleichen. Das ist wirklich so. Das ist bewiesen. Und da haben wir jetzt nur, was die Einreise kostet. Man da kann sich jetzt da momentan denken, wow, so viel Geld, aber was geben manche fürs Auto aus? Oder für irgendwelche Produkte im Jahr aus, die eigentlich schaden. Bier, Urlaube, die vielleicht manchmal, das entscheidet jeder selbst, wo er denn Geld investiert. Für was es verwendet. Will aber für die Gesundheit was Gutes tun oder der eigenen Familie, dann ist das eine gute Anschaffung. Da kostet im Vergleich dann 1 Cent pro Liter Wasser. Es ist halt dann auf Dauer günstiger wie die Karaffe. Und du hast noch ein besseres Trinkwasser. Das ist ein wesentlicher Aspekt, der dir die 200, die wird den oberen Betrag gar nicht anschauen. Schau dir das an, 11 Cent pro Liter. Pro Tag. Und das hast viele Jahre. Das ist über 15 Jahre auf, das Gerät wird dann nicht kaputt, wenn du darauf schaust, dass du das hin und wieder mal reinigst, wie es gehört. Genauso wie es der Kaffeemaschine, wenn du einen zu Hause hast, auch reinigen musst, so bleibt das auch nicht aus. Vor allem mit Kalk bei uns in Österreich musst du das hin und wieder ein bisschen reinigen auch. Dann ein Kaya Wasser für alle, warum nicht? Ich würde es empfehlen. Ich kann es nur sagen. Man fühlt sich besser, es geht einem besser. Und das war jetzt Einblick von Sanus Live. Wenn ihr mehr erfahren wollt, könnt ihr auf die Webseite schauen. Ich verlinke das dort unten ganz. Meine Webseite plus weiterführende Informationen über dieses Thema Gesundheit, die 6 Prinzipien für Gesundheit und Wohlbefinden und natürlich auch zum Unternehmen Sanus Live und unserer derzeitigen Umwelt. Also schaut rein auf meine Webseite. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist einfach genial, was ich auf meiner Webseite alles drin habe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank für euer Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Und das war's auch schon. Freut mich, dass ihr euch das angeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr euch mehr auf meiner Webseite anschaut. Nicht nur, weil ich was verdienen will, sondern weil ich einfach positiven Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen will. Mit dem bin ich auch zu meinen ganzen Sachen gekommen. Erstmal aus eigenen Problemen. Ich hatte mit 3 Jahren eine Blinddarmentzündung und stand vor einem Durchbruch. Heute weiß ich, dass das mit energetischen Blockaden zu tun hat. Ich war sehr angstgeprägt. Meine Mutter ist nicht ohne Grund nach der Kriegszeit aufgewachsen, wo halt mein Großvater aus dem Krieg zurückgekommen ist und der hatte sehr viel Angst in sich und hat natürlich dann auch das an die Kinder oder nach kommen weitergegeben und die haben das leider wieder weitergegeben. Es will ja niemand, aber es ist leider passiert und das hat mein Körper auch nicht so gut getan, die Angst, die dahinter war. Es sind mehr Themen, aber das will ich jetzt gar nicht alles anschauen. Und ich sage, danke, dass ich die Zeit genommen habe zum Zuhören und pfiat euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Pfiat euch.